Ihr fliegt eine FPV-Drohne, seid aber mit der Bildübertragungsreichweite eurer DJI-Goggles nicht wirklich zufrieden und vor allem habt ihr viele Abschattungen durch diese kleinen Standardantennen, dann ist dieses Video genau für euch, weil wir testen die iFlight Albatros oder die TrueRC Matchstick-Antennen aus richtig geilem Carbon. Wir schauen, was es bringt und ob es einfach direkt so kompatibel ist. Willkommen bei Technicolas, let's go! Diesen Spot kennt ihr ganz gut vom letzten Video. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier schon vollgepackt. Heute Nacht geht's zum Gardasee. Ich muss mal schauen, ob ich das auch schaffe, dieses Video im Urlaub zu schneiden. Nee, leider nicht. Damit ihr aber immer up to date seid mit meinem Lifestyle, wenn ich neue Produkte teste, neue Technik für die Drohnen ausprobiere, checkt auf jeden Fall mal meinen Instagram-Kanal aus. Dort in den Stories teile ich auf jeden Fall immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin und den geilsten Scheiß mit den Drohnen mache. Und weil ich mich jetzt vorbereiten wollte und auch im Urlaub mit der 5 Zoll Nazgul fliegen wollte und wir aber so oft Probleme hatten mit der Bildübertragungsreichweite, habe ich mir erstmal eure ganzen Tipps zu Herzen genommen und halt auch diese zwei Antennen bestellt. Zum einen ist es so, dass viele gesagt haben, hey, diese geraden Antennen, die verursachen häufig Abschattungen, biegt die mal auf die Seite. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir machen jetzt quasi einen ganz schnellen Test. Standard iFlight-Antennen, dann die Standard-Antennen gebogen. Dann checken wir mal hier diese iFlight Albatros Antennen raus. Die sind ein bisschen steif. Wir schauen es uns dann eben nachher im Detail an. Und dann noch hier den Brecher TrueRC Matchstick. Die sind jetzt alle gleich lang. Es gibt die noch in viel länger, aber ich denke, das reicht für das, was wir formen, auf jeden Fall aus. Und gibt euch auf jeden Fall mal ein Gefühl, ob man hier mit recht einfachen Mitteln einfach nur Antennen die Reichweite maximieren kann. Ein Disclaimer an der Stelle. Ich habe natürlich die HAM-CFG-Datei auf der SD-Karte drauf. Für alle, die nicht wissen, was bedeutet, gebt einfach mal in Google ein. HAM-CFG-Datei DJI Goggles 2. Das reicht fürs Erste. Wie immer wird erst die Brille gestartet und dann der Kopter. Ja, so rum ist es richtig. Und wir schauen auf jeden Fall mal in die Brille, ob wir jetzt dann nur einen Channel haben oder vier Channel. Das hat auch einer von euch mir geschrieben. Okay, let's go. Wir machen das jetzt so, wie sie kommen, die Antennen einfach gerade. Ich fliege jetzt mal hier bis zu einer Stelle, wo ich in HD-Warning komme. Dann kommen wir mal zurück und verbiegen sie. Es geht los. Wenn ich jetzt hier in Übertragung Kanalmodus manuell einstelle, sehe ich drei Channel. Das ist ja etwas, was ihr immer gesagt habt, wenn ich da drei Channel habe, dann funktioniert die Geschichte. Ich stelle ihn jetzt wieder auf Auto. So, wir machen jetzt mal das gleiche wie letztes Mal hier, dass wir einfach erstmal hier recht flach hinter diesen Bäumen durchfliegen. So, und ich sehe jetzt 5 Mbits, 2 Mbits, rote Warnung. Genau, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal direkt das Thema gehabt. Und jetzt fliegen wir mal nach da hinten. Mittlerweile ist das Feld abgemäht. Das bedeutet, aber wir sehen da immer noch diese grüne Stelle. Das war, wo wir letztes Mal das Thema hatten. So, Copter guckt jetzt genau mit dem Arsch nach hinten. Das heißt, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mal drehe, haben wir diese Abschattungsproblematik wahrscheinlich. Ja, genau. Jetzt sehen wir schon 39, 36, 30 hier hinten. Also nur mal zum Merken, wir sind jetzt bei dieser Baumreihe, bei diesen paar Bäumen hier. Ich fliege jetzt quer zu mir. Und wenn ich ihn jetzt einfach mal hier so auf der Stelle ein bisschen drehe, sehen wir, wie wir da in 20 Mbits mit 3 HD-Strichen rumfahren. Ich fliege jetzt mal noch zu diesen zwei Bäumen nach hier hinten und drehen einfach langsam um. Wir haben jetzt noch, ja, so, und hier hinten 20, 17, jetzt haben wir auf jeden Fall schon HD-Warning bekommen. Okay, ich würde sagen, wir haben mal ein Gefühl bekommen, wie weit wir mit dieser Konfiguration kommen. Ich komme mal zurück, ist ein bisschen windig, das heißt, man braucht ein kleines bisschen mehr Power, um zurückzukommen. Ja, und ich höre natürlich, bin jetzt letztes Mal auch so ein bisschen rabiat gelandet, das heißt, die Props haben ein bisschen einen Schuss, deswegen hört man die auch so ein bisschen, dass die so ein bisschen vibrierend klingen. So, das war jetzt ein bisschen hart gelandet, aber nicht schlimm. Ich hole ihn mal kurz. Zum Thema nicht schlimm, das hat jetzt direkt den ND-Filter gekostet. Hä, hey, was ist denn das für eine Scheiße? Deswegen fliege ich immer mit ND-Filter drauf. Den machen wir jetzt mal weg. Ja, der ist komplett shattered. Ich habe noch einen als Reserve. Die Kamera hat entsprechend gar nichts abbekommen.
Ich kann euch das einfach so empfehlen, dass ihr da immer mit ND-Filter drauf fliegt oder einen UV-Filter. ND-Filter sage ich die ganze Zeit. Ich habe hier einfach einen, ich glaube, das ist einfach nur ein UV-Filter gewesen. Also komplett klar, Hauptsache eine extra Scheibe nochmal vorne dran. Ich bin jetzt einfach gerade ein bisschen zu schnell runtergekommen. Und dann liegen hier Steinchen natürlich daneben. Ihr seht es hier. Und da ist jetzt dann einfach hier drauf gekommen. Ich biege die jetzt einfach mal so richtig auf Wüst. So, okay? Das heißt, egal wie, guckt es jetzt so ein bisschen mehr an der Seite vorbei. Als erstes die Runde hier hinten dran. Jetzt ist der Empfang natürlich noch super. Jetzt ganz langsam hier hinten dran. Und wir schauen es. Ja, same, same. Kein guter Empfang, nicht schlimm. Also, erstes Ergebnis auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal nach da hinten. Wenn ich ihn jetzt drehe, was passiert? Ja, wir haben schon auf jeden Fall Empfangsschwierigkeiten. Es ist schon so, dass auf jeden Fall hier die Zahl sich verändert. Aber jetzt bin ich hier 30, 26. Okay, wir gehen wieder zu den Bäumen und ich drehe ihn. Ja, es ist, ich habe das Gefühl, die Zahl ist noch mehr in Bewegung. Aber was ich jetzt hier gerade gar nicht habe, ist, dass er hier in eine Warning geht, in so ein orangenes unten rein. Das hat er jetzt überhaupt nicht. Aber wir sind knapp über 24 jetzt gewesen. Also ich würde sagen, die Übertragungsrate, die ist wahrscheinlich etwas geringer, weil du jetzt natürlich das Signal, zwei Antennen, und dann sind sie nicht gemeinsam so fokussiert, aber du hast halt weniger Abschattung durch den Kopter. Und dadurch, dass du einfach weniger Abschattung hast, hast du halt einfach mehr Überschneidungen. So, jetzt mal ein bisschen normaler landen. Ist hier nochmal der Unterschied, einfach von der Länge her. Ist grundsätzlich eigentlich die gleiche Antenne. Das heißt, ihr seht jetzt auch hier, die ist recht steif, die kleine. Und die große aber auch. Die ist recht steif. Mit den langen hast du einfach das Problem, wenn du jetzt in einem Bando fliegst oder keine Ahnung wo, dann können die schnell kaputt gehen. Das ist auch eben der Grund, warum ich noch die anderen besorgt habe. Weil wenn die besser sind sogar, dann hast du halt erstmal hier ein flexibleres Kabel und es ist halt auch viel besser geschützt. Aber so, jetzt testen wir die Albatros. Wichtig ist, wenn ihr sowas bestellt, ich packe euch das natürlich alles unten rein. Ihr braucht, wenn ihr diesen Anschluss habt, dann braucht ihr RP-SMA, das ist einfach, dass du hier diese SMA-Kupplung hast. RP bedeutet, dass die Antenne die weibliche Buchse hat und hier hast du den männlichen Schraubstecker. Dann ist es so, dass wir hier links gewickelte Coils drin haben, also LHCP. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Wir versuchen es jetzt, weil sonst hast du einfach das Problem, dass die Antenne von den Goggles selber halt damit nicht guten Empfang haben. Wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, dass du eigentlich sogar hier die Antennen tauschen müsstest, dass sie 100% kompatibel sind. Aber wenn die jetzt zumindest genauso gut sind wie die kleinen, nur dass ich jetzt gar keine Abschattung mehr habe, dann ist es voll in Ordnung. Das heißt hier einfach drauf. Handfest ist natürlich bei jedem anders, aber wenn ihr das zum Beispiel jetzt so schraubt und mit dem Fingergrip da schon nicht mehr weiterkommt und dann nehmt ihr den Maulschlüssel und zieht da maximal so eine Viertelumdrehung nochmal nach. Das ist einfach nur ein bisschen satter drin sitzt, dann ist es mehr wie ausreichend. So, und jetzt seht ihr schon, wie das hier aussieht. Ich würde sie jetzt ganz leicht in so einen V stellen. Also wirklich nur ein kleines bisschen. Jetzt sehen wir irgendeine Antenne, jetzt sehen wir irgendeine Antenne, jetzt sehen wir irgendeine Antenne. Wir sehen jetzt auf jeden Fall viel mehr Antennen, die in unsere Richtung zeigen. Das heißt, die Abschattung grundsätzlich ist jetzt viel geringer. Und da kommen wir auch überall super dran vorbei. Also machen wir den Flug fertig. Alles super, alles gut. Und jetzt fliegen wir hinten dran. Und 14 Mbits war jetzt das niedrigste. Sonst waren wir immer im roten Bereich und in der 2 Mbit, 3, 4 Mbit Bereich. Also das haben wir auf jeden Fall, da haben wir jetzt schon auf jeden Fall einen besseren Empfang, auch wenn natürlich nicht geisteskrank gut, aber es ist eine Optimierung. So, wir sind wieder bei den Bäumen. Ich gehe etwas tiefer, dass es gleich ist wie vorhin. So, und wir drehen den Kopter ein. Okay, da jetzt 48 hatten wir gerade, aber der macht ja gar nichts.
Okay, da gehe ich direkt weiter zu den zwei Bäumen da hinten. Okay, das ist ja schon mal ein gigantischer Unterschied. Hä? Wie krass. Okay, jetzt hier 37 gerade gewesen, 40. Ich versuche so ein bisschen, ich blende euch auf jeden Fall ein, wie ich das sehe, aber ihr seht, da passiert gar nichts. 34 war jetzt das Schlechteste. Aber wir haben nicht mal ansatzweise, jetzt gehe ich hier noch mal ein bisschen tiefer. Jetzt ist der Baum zwischen mir und Kopf 17, 14. Okay, das ist eine Riesenverbesserung. Und man muss sagen, die iFlight Albatross, die kosten wirklich nicht die Welt. Ich glaube, du zahlst für beide so um die 25. Die True RC, die wir jetzt gleich testen werden, die sind auf jeden Fall eine ganze Hausnummer teurer. Das waren jetzt die iFlight Albatross, heißen die. Und jetzt mal hier im Vergleich mit der Matchstick-Antenne von True RC. Die ist komplett steif, die ist komplett flexibel, kannst du aber trotzdem noch so ein bisschen in Richtung bringen. Das Flexible hat natürlich den Vorteil, dass im Absturzfall bricht sie wahrscheinlich nicht, es verreißt nicht, sie kann so ein bisschen, sie ist auch so in diese Richtung glatter geformt. Das heißt, es kann, wenn sie mal irgendwo verhakt, keinen so einen Widerstand passieren, wie jetzt bei der iFlight-Antenne. Das einzige Problem, was du halt vielleicht durch das Flexible hast, ist, dass sie im Wind ein bisschen vibrieren und du eine Vibration in den Kopf da reinbekommst. Das hast du halt hier mit den steifen Antennen deutlich weniger. Was ich auf jeden Fall bei der Montage jetzt schon mal cool finde, die haben hier einfach so einen Schrumpfschlauch und der ist dick genug, dass du den einfach hier so mit der Hand mal festziehen kannst, weil diese längeren Antennen, die baust du ja vielleicht noch eher ab, wenn sie jetzt so am Rucksack hängen oder du willst den Kopf da kleiner machen und dann kannst du wirklich super fix, seht ihr ja, zack und schon sind sie montiert und dann sieht es so aus, wir machen so ein ganz leichtes V, aber ihr seht schon, das wird jetzt auf jeden Fall im Wind sich wahrscheinlich ein bisschen mehr bewegen, ja. Versuch macht klug. So, wir sind jetzt hinter den Bäumen. Okay, ich bin jetzt diesmal sehr tief geflogen. Aber wir waren auf jeden Fall bei 9 bis 10. Das war auf jeden Fall in Ordnung. Bisschen langsamer. Und dann drehe ich hier einmal über diese Bäume. Und wie wir sehen, 47, alles tipptopp. Wir gehen direkt wieder hinten zu den anderen Bäumen. Und weil der Akku mit dem Wind jetzt ein kleines bisschen mehr zieht, stelle ich mich jetzt hier hinter die Bäume direkt über das Feld, wo der eine Baum hinter zwischen mir und dem Kopter dann war. Der hier. So. 10, 18. Jetzt hier hinten so ein bisschen im schwierigen Bereich. Drehe ich mal den Kopter ein bisschen. 15, 25. Das ist einwandfrei. So, im Vergleich jetzt direkt mit der iFlight Albatross würde ich sagen, kaum ein merklicher Unterschied in diesem einfacheren Test jetzt. Beide Antennen funktionieren hervorragend gut mit der Goggles 2, mit den Standardantennen auf den Goggles 2. Egal, ob ihr euch für die iFlight Albatross oder die True RC Matchstick entscheidet, ist im Endeffekt eine Frage des Geldbeutels und des Einsatzzwecks. Ich denke, einfach nur auf Long Range mit wenig Gefahr, dass Crashs passieren. Hier mehr so wirklich Bando, wir wollen eng irgendwo fliegen und brauchen echt robuste Komponenten, dann wahrscheinlich eher die hier. Aber egal am Ende, für was ihr euch entscheidet, das ist die bessere Wahl als die kleinen Standard iFlight Antennen, weil die Abschattung hier einfach viel zu groß ist. Diese zwei hier im schnellen Test. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.